Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SV Wien Wiesbaden. Ich begrüße Sie hier im Presseraum. Ich habe beide Trainer hier oben und Rüdiger Rehm, Sie haben das erste Wort. Ja, ich glaube, ich brauche nicht großartig sagen, dass wir sehr, sehr glücklich sind über den Sieg, sehr, sehr zufrieden sind mit unserer Leistung, mit dem, was wir heute gezeigt haben. Ja, wir haben die Basics der Liga auf den Platz gebracht. Wir waren ganz anders als letzte Woche, viel aggressiver, viel enger in den Duellen drin, ja, viel geiler drauf, auch diese 1-gegen-1-Duelle zu gewinnen und als Sieger aus diesen Duellen rauszugehen. Und das ist die Grundvoraussetzung, um in dieser Liga zu bestehen. Meine Mannschaft hat wieder ihr Gesicht gezeigt. Ja, wir müssen gucken, dass wir das schaffen, irgendwann mal Konstanz reinzubringen. Ja, aber heute hat sie defensiv wieder hervorragend gearbeitet. Wir haben zwar sicherlich auch in der einen oder anderen Situation das Glück gehabt auf unserer Seite, ja, gerade so die Phase vor der Halbzeit, wenn da der Ausgleich fällt, wäre es sicherlich nicht unverdient gewesen. Trotzdem denke ich, dass wir in der ersten Halbzeit gut reingestartet sind, haben natürlich gleich einen Glücksmoment mit dem Tor und dem gegebenen Tor dann auch vom Videoassistenten und in der zweiten Halbzeit dann eben auch sofort zugestochen, relativ früh und dann in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach sehr, sehr leidenschaftlich verteidigt. Alles versucht, die Räume eng zu machen, den Gegner immer wieder nur versucht haben, die einfachen Bälle zu spielen, in die Spitze rein, die Räume gut verdichtet in der Nähe des Balles und dann hast du eben auch eine Chance zu gewinnen und da müssen wir dranbleiben. Dankeschön. Dankeschön, Coach. Erstes Spiel im Max-Morlock-Stadion. Du hast dir das sicherlich anders vorgestellt. Gar keine Frage, ja. Na, den Glücksmoment, den Rüdiger hat, haben wir natürlich nicht. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, ich glaube, unser Spiel war heute in vielen Bereichen viel zu fehlerhaft. Ja. Wenn man sieht, das erste Tor, wir machen den Schritt nach hinten. Wir haben nicht gemeinsam verteidigt, wir sind nicht vorgeschoben. Einer fällt hinten rein, somit wird das Abseits aufgelöst. Zweite Tor dann, ja, glaube ich, hat man gesehen, klar, Torwart brauchen wir nicht sprechen, das weiß er selbst, falsche Entscheidung getroffen, nichtsdestotrotz müssen wir den Ball, der geht durch unsere zwei Sechser durch, müssen wir besser verteidigen und ja, die Mannschaft hat dann schon probiert, ja, Druck zu machen, wir haben, glaube die Statistik 25-3 Torschüsse, nichtsdestotrotz waren wir nicht zwingend, ja, wir waren nicht zwingend vorm Tor, klar, das Quäntchen Glück fehlt dann auch noch, aber die Aggressivität habe ich vermisst. Wenn man gesehen hat, wie wir letzte Woche in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war das heute natürlich nicht vergleichbar. Dankeschön. Danke. Gibt es denn Fragen aus dem weiten Rund? Dann bitten wir um ein Handzeichen. Wolfgang Lars, Nürnberger Nachrichten. Herr Keller, Sie haben die Mannschaft hinterher in die Kurve geführt. Im Nachhinein eine gute Idee aus Ihrer Sicht, weil es gab ja dann doch ordentlich Beschimpfungen. Ja gut, aber das gehört zum Fußball dazu. Wenn man die Leistungen und die Ergebnisse nicht bringt, unsere Fans nehmen wahnsinnig viel auf sich, Woche für Woche. Sie sind bei allen Spielen, wir haben einen wahnsinnigen Support, viele Leute da. Und wenn man die Leistung dann nicht bringt, dann muss man auch auf gut Deutsch die Eier haben und sich dem stellen. Ja. Und ich glaube, hier geht es nur gemeinsam. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir uns auseinanderdriften, die Fans und wir. Ja. Wir brauchen die Unterstützung und deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass man bei so einem Spiel dann in die Kurve geht und sich den Fans stellt. Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise und allen anderen ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.